Also wir haben uns vorgenommen, dass wir eine gute Partie liefern, dass wir einfach mit viel Leidenschaft agieren, dass wir auch da schauen, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe kommen, den Gegner unter Druck setzen. Und dass es natürlich dann so läuft, auch vom Spielverlauf her, hat man nicht erwarten können, aber freut mich, dass die Leistung belohnt worden ist. Wir haben am Anfang, vor allem die ersten 5-10 Minuten, Probleme und auch ein bisschen Glück, das muss ich zugeben. Dann sind wir immer wieder besser ins Spiel gekommen und letztendlich aber verdient auch gewonnen. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gewusst, wenn wir unser Spiel umsetzen können, dann ist alles möglich. Dann, wenn es einmal rennt, dann rennt es, kennt man eh. Aber ja, ich glaube, wir haben uns den Sieg und den Aufstieg sehr verdient. Naja, im Vergleich zum Mannswertspiel letzte Woche haben wir doch einige personelle Veränderungen vorgenommen, haben wir von der Spielanlage ein bisschen was verändert. Das hat natürlich gedauert, bis da das Werkel ein bisschen zum Laufen angefangen hat, sage ich mal. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt in der einen oder anderen Situation, wo Machfeld sicher in Führung hätte gehen können. Haben das aber dann eigentlich relativ schnell unter Kontrolle gekriegt, haben natürlich auch einen sehr guten Gegner gehabt und haben dann eigentlich, finde ich, die Partie eigentlich ab der 10. Minute weg immer mehr übernommen, wie du gesagt hast, und glaube ich dann auch kontrolliert bis zum Schluss. Erstes Heimspiel und gleich ein Tor, so kann man starten auf der hohen Warte und hoffentlich werden noch einige Treffer folgen. Naja, es waren zwei komplett verschiedene Spiele, also in Mansfeld war es so, dass der Gegner eher sehr tief drinnen gestanden ist und heute war es ganz anders. Die Mannschaft hat voll mitgespielt und deswegen waren es zwei ganz verschiedene Spiele, aber natürlich, man sieht die Qualität in unserer Mannschaft und der Druck wird dadurch sicher nicht kleiner. Ich würde das 4-0 nicht überbewerten. Es war ein Cup-Spiel. Cup hat immer ein bisschen eigene Gesetze. Nochmal hat das sicher vom Spielverlauf her auch einiges für uns gelaufen. Wir haben letzte Woche in der Meisterschaft gesehen, wie schnell es geht, wenn der Spielverlauf nicht optimal verläuft. Und nochmal, ich glaube, es ist für uns in der Stadtliga dann wieder entscheidend, da die richtigen Tugenden auf den Platz zu bringen und dann auch mit unserer Leistung, sage ich mal, überzeugend aufzutreten und da unsere Hausaufgaben zu machen. Gibt es einen Wunschgegner für die nächste Cup-Runde? Nein, also wie gesagt, wir haben es auch vor der ersten Runde so gehabt, wir nehmen, was kommt. War super, dass wir ein Heimspiel gehabt haben und würde mich freuen, wenn wir wieder auf der hohen Warte spielen könnten.